Suche nicht nach Gott in ihren Worten, nicht in ihrer Meinung, sondern der gegebenen Wahrheit in all den Zeichen der Schöpfung. Denn das ist wahrhaft sein Wirken, all die Wahrheit seiner Taten, dessen er wahrhaft uns Wahrheit. Sie versuchen Menschen Gott aufzuzwängen, ohne zu wissen, ob es Gottes Wille ist, dass die Menschen zum Glauben gezwungen werden sollen. Ohne zu wissen, ob das, von dem sie behaupten, dass es Wahrheit ist, zu hundertprozentig der Wahrheit Gottes entspricht, die auch Gottes Wahrheit ist. Sie sollten lieber die Kinder zum Glauben begeistern und inspirieren, anstatt wie Pädophile sich den Menschen aufzudrängen mit ihren sinnlosen Ritualen und Zwängen, die sie sich selbst ausgedacht haben und im Namen Gottes als Wahrheit Gottes den Menschen versuchen aufzudrängen, somit manche Menschen im Glauben lassen, es sei Gottes Wille. Ich kann nur appellieren. Wende dich nicht ab von Gott, nur wegen ihren Machenschaften. Suche Gott in der Wahrheit, in der seiner Schöpfung, der Wirklichkeit, denn das sind wahre Zeichen der Wahrheit, die Gott hinterlassen hat. Gott zwängt sich kein Menschen auf, sondern überzeugt durch seine Wahrheit im Bestehen, durch die Wahrheit der Schöpfung, deren wir alle sehen. Deren wir alle sehen sind. Öffne die Augen und erkenne die Zeichen und Beweise der Schöpfung, der Wirklichkeit, in der wir leben sind. Lass dich nicht blenden von denen, die dir ihre Meinung aufzudrängen versuchen, als die Wahrheit, sondern suche und erkenne sie selbst in der Schöpfung der Existenz, all die Wahrheit, die sie verbirgt. Denn da sind Zeichen und Beweise, die Offenbarung sind. Und vergesse nicht, Gott ist noch viel mehr wie nur das, sein Werk an sich. Mehr wie Licht, Wasser, Feuer, Erde, mehr wie nur Mutter Erde, Universum und all das, was du siehst. Noch viel mehr an Wahrheit, Wahrheit, die er verbirgt in seinem Werk, dessen wir noch nicht sehen sind.